Nun sage mir, was tust du hier? Die Nacht ist dunkel, kalt, gemein. Wo stehst du hier, ganz allein? Fragte die alte Dame mit einem Lächeln im Gesicht. Die Puppe antwortete: Fick dich und deine Reime, du alte Schrulle! Ich trete dir eine Acht ins Bein! Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Lies of P. Direkt gespuckt. So, Freunde. Was ist das? Die größte Ehrung des Jahrhunderts gebührt der roten Schauspielerin. Wem sonst können wir diese Ehrung zuteil werden lassen? Na, mir. Okay, beim letzten Mal haben wir ja der weißen Dame einfach mal gegen den Kopf gehauen. Wer bist du? Oh, you're walking about in a place like this. You must be a stalker. Can I ask you a favor? Nein. My wife's body lies on Rosa Isabel Street. There was a fire and I couldn't reach her through the flames. I know she's gone, but I hate to think of her just lying there. Mm-hmm. Would you bring me her belongings? Then I'd have something to remember her by. Thank you. Small kindnesses like this give me something to cling to. Her body is on Rosa Isabel Street. She used to look so beautiful in her black dress. I miss her so much. Every day is harder than the last. Please, bring me her belongings. Auch die Anziehsachen? Soll ich eine Leiche entkleiden? Was ist mit ihm? Her body is on Rosa Isabel. I miss her so. Was ist mit ihm? Apropos ist. Haben wir einen Quarz bekommen? Nee, aber wir haben Sichelmondsteine. Ich bin immer noch am Überlegen. Ich bin immer noch am Überlegen, das alles zurückzusetzen und nochmal zu verteilen. Weißt du, wie ich meine? Welcome to Hotel Krat. Ist doch doof, der soll mir einfach mehr Scheiß verkaufen. At the House of Vanini, even. I know my way around a weapon. So, Waffe verbessern. Ach, das ist das Großschwert. Ich wollte gerade sagen, Wo kommt denn das her? Halbmondstein. Okay, das heißt, wir können aber andere Sachen schon hinterherziehen. I know my way. Der Griff ist ganz interessant. Und der hat eine Blockparade drin. Wenn du den Angriff deines Feindes zum richtigen Zeitpunkt abwehrst, kannst du einen kraftvollen Angriff auslösen. Zack. Was haben wir noch? Ich würde gerne was aus dem Teil machen.
Aber das Problem ist, Griff einer voll. Wo haben wir denn diesen Polizeiknüppel? Erhöht vorübergehend deinen Angriffen für den nächsten Treffer. Der Polizeiknüppel. Weißt du, halt eine Waffe, die übel Schaden macht. Ich bin immer noch verwundert, dass man tatsächlich anscheinend... Können wir das nochmal verbessern mit zwei Technikkurbeln. Aber wir bekommen halt keine Technikkurbeln, ne? Ja, das kostet ja nur Mondsteine. Mondsteine können wir ja easy farmen. So. Das ist schon ein heftiger Schaden. Okay. Und wenn ich das noch buffe, Alter. No fucking way. Ich habe ein Monster erschaffen. Aber mit der Waffe ist Kämpfen bestimmt ganz beschissen. Welcome to. Ich bin so ein bisschen am Überlegen. At the house of a. Hier eine Technikkurbel können wir hier nicht nochmal kaufen. Wir haben nur eine Kurbel. Wir haben eine Technikkurbel. Das ist der Satz, den ich sagen wollte. Wir könnten das verbessern, dann würde es auf C gehen. Boah, wenn man Entschlossenheit geskillt hätte, ne? Überleg mal. Aber wir sind dann auch überladen. So, Flammenberge, Fulminis, die Puppenschnur. Ich will die Puppenschnur. Modifizieren. Drücke und halte die Legionswaffe, um deinen Feind zu verfolgen. Nee. Die Flamme können wir einmal verbessern. Und genauso können wir beim Elektroteil bewegliche Ladung reinmachen. Und ich glaube, wir können sogar eine Waffe wiederherstellen, ne? Wir haben einen Legionsstecker. Falkenauge.
Das ist eigentlich ganz geil. Alright, Freunde. Berra auf der Fluch. Die ist natürlich nicht wirklich Berra auf der Fluch, ne? Es gibt nur eine Berra auf der Fluch. So. Freunde, haben wir alles gemacht, was wir hier machen wollten? Ein Quarz hatten wir nicht, ne? Haben wir ja geguckt gehabt. Schade. So, da waren wir aufgehört am haben sollen. Wir sind an super vielen, also wir sind den einen Weg gegangen. Der war steinig und schwer. Und jetzt würde ich gerne mir noch die anderen Wege angucken wollen. So, guck mal. Ich dachte gerade, Typ wäre weg. Wisst ihr eigentlich, warum ich direkt instant wusste, dass es da unten Ärger gibt, wenn wir da ankommen? Aus einem ganz simplen Grund. Die singen auf Französisch. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Warte mal, kommen wir hier gar nicht mehr raus? Ich glaube schon, aber wir müssen hier lang gehen, ne? Jo, und hier waren die Fernschuss-Dudes, ne? Sehr gut. Dumm sind sie. Die Puppen. Vor allen Dingen, die können dir auch nicht wirklich was, wenn du bereits vor denen stehst. Okay. Ich dachte, vielleicht kann man hier noch irgendwas machen, vielleicht haben wir irgendwas übersehen, aber wir und etwas übersehen, also... Come on! So. Wir suchen... irgend so eine Halbnackte.
Oh, oh. Ich hab die Kinder verprügelt, Mama. Die Jünglinge getötet. Scheiße. Eigentlich. Überleg grad, das macht doch eigentlich viel mehr Sinn. Das macht doch eigentlich viel mehr Sinn. Oder hätte viel mehr Sinn gemacht, wenn wir uns zu den anderen Stargazer geportet hätten, ne? Bonjour, Frederik! Sag mal, wie kann denn das sein, dass egal wo wir hingehen? Überhitzung. Das ist doof. Dass egal wo wir hingehen? Vergessen, was ich sagen wollte. Aber wie kann denn das sein, dass egal wo wir hingehen? Was auch immer ich sagen wollte, passiert. So, jetzt sind wir ganz am Anfang von dem anderen Stargazer, ne? Ja. So, und diesmal, liebe Freunde, gehen wir nach links. Okay, Ergo bekommen wir. Sag mal, rollen wir langsam? Nee. Ich wollte gerade sagen, ey. Sagen, das ist hier aber nicht seine Frau, oder? Poster für der Hexenturm und die Prinzessin. Der Hexenturm und die Prinzessin, die vom Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobte Komödie. Das Estella Opernhaus wird sein großes Finale präsentieren. Es ist das letzte Werk von Coppelius Campellen. Mensch, der, dem erfolgreichsten Schriftsteller von Krat und der letzte Auftritt der roten Schauspielerin Adelina Corday, der größten Primadonna unseres Zeitalters. Das größte Abenteuer einer bösen Hexe, eines galanten Ritters und einer schönen Prinzessin erwartet euch. Kommt und erlebt ein unvergessliches Abenteuer voller Lachen, Schreien und Nervenkitzel. So, was ist deine Ausrede hier? My stalker friend. I was worried the puppets had come back. They're demons. They won't give us a moment's peace. Even an elderly lady like me. They wouldn't even let the dead rest if they had the petrification disease. Drives a lady to drink, it does. Which... Reminds me,
I could use a proper tipple. There's a wine called La Bleuie. When I was younger, they called it the Ruby of the Heavens. I'm sure there's still some left in the wine cellar at Lorenzini Arcade. You're an enterprising lad. Bring it to me, and I'll give you something nice in return. Remember, Lorenzini Arcade. Wine cellar, La Bleuie. Ah, the ruby of the heavens. That'll hit the spot. A delight on the tongue, and a memory of bygone days. Alkohol! Remember, ah. Hätte nicht jetzt einfach hier direkt das sein können? Okay. Ich dachte, das wäre schon die rosa Dingens. Die rosa Isabella Straße. Okay, ich dachte, da geht's viel, viel weiter noch. Haben wir ja auch alles. Da kommt jetzt noch so ein. Ich würde sagen. Soweit haben wir alles. Ich meine, würde seine Frau hier sein, ne? Dann hätten wir das ja auch auf dem Stargazer in dem Menü, würden wir das ja sehen. Denke ich. Könnten am Goldmünzenbaum auch schon wieder einen Haufen Scheiß holen. Der lässt uns hier nicht durch, ne? Da geht's auch nicht rein. Es geht hier nur runter. Endlich! Kanalisation, schön! Aha. Okay. Nicht mit mir. Donnenkanaille. Apropos Kanaille. Mir ist ein Licht aufgegangen. Was sagst du? Hmm.
müssen auf jeden Fall gucken, weil das sah so aus, als ob man da runterspringen kann. Everliving fuck. Okay. Okay, die halten nichts aus. Das ist gut zu wissen. Ich bin sowas von konzentriert gerade. Das ist ziemlich geil an unserer Waffe, dass wir diesen Dash-Angriff haben. Dass er quasi nichts kostet, ne? Ich will ganz kurz gucken, was hier oben ist. Oh, du! Ich will ganz kurz gucken, ob man da runterspringen kann. Handy ist ein Spielverderber. Wir gucken trotzdem kurz. Das ist auf jeden Fall so ein Dude. Warte mal, da war nichts, ne? Bisschen wie bei der Exorzist, ja? An der Decke lang klettern. Ist übrigens eins der ekligsten Sachen, wie ich finde. An der Decke lang klettern. Ich meine, in Horrorfilmen, wenn Menschen sich bewegen, wie Menschen sich nicht bewegen sollten. Versteht ihr, was ich meine?
Oh, hell no. Reißt sich zusammen. Bitte gib mir Quarz. Das hat sich wieder gelohnt, Freunde. Ah. Hier sind wir beim Franzosengesang. So nennt man übrigens diese Musikrichtung. Franzosengesang. So. Was haben wir? 33. Komm, wir gehen noch kurz ins Hotel. Quarzen eine. Finde ich eigentlich immer ganz schnieke, am Ende einer Folge eine zu quarzen. Und aufstufen können wir auch gleich. Bewölkter Morgen. Was hat es damit auf sich? Gibt es bestimmte Sachen, die nur zu bestimmten Tageszeiten? Ich check's nicht ganz. Hey, Papi. The city of Ask Me Any. So. Ich glaube, wir können genau was Neues auswählen. Da wollte ich nicht hin. Würfelverwendung erhöhen interessiert mich nicht. Gürtelslots hinzufügen ist mir völlig scheißegal. Früchte-Tragezeit verkürzen. Ja. Erhöht überwältigbar Zeitfenster ist mir auch eigentlich. Fabelslots hinzufügen ist interessant. Wer hält eine bestimmte Menge an Blockregeneration bei, wenn Schaden erhalten wird? Das ist für uns quasi einfach dann eine Chance, mehr Leben zurückzugewinnen. Ja? Weil normalerweise, stell dir vor, wir haben so viel, könnten wir wieder Leben uns zurückholen, aber wir kriegen einen Schaden rein, bumm, weg. Aber dann ist nur vielleicht ein bisschen was weg. Ich finde das ganz gut, Freunde. Ich finde das ganz gut. Das ist auch gut, aber das hier ist noch guter. Ich nehme das jetzt. Zerstörung der perfekten Blockaufwertung. Blockregeneration, Reduzierung wird verringert. Blockregeneration, Reduzierung. Das ist ja das, was wir sowieso machen, oder?
Es wäre doch cool, wenn wir das dann noch mit reinmachen, oder? Überwältigdauer, ja, da haben wir jetzt aber eigentlich nie das Problem gehabt. Das ist relativ lang schon. Das ist Waffenangriff aufwerten, wenn wir halt komplett entladen sind oder wenn die Haltbarkeit auf maximal, in Haltbarkeit maximal 1 ist. Eigentlich Zerstörung für perfekten Block. Aber wie oft machen wir das? Komm, wir nehmen das hier. Alright, Freunde. Und damit würde ich sagen, wie es hier weitergeht und weitere Klagen, die seht ihr in der nächsten Folge von Lies of Pinocchio. Hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye.